Aber an dieser möglichen freundlichen Überleitung danke Gerhard Delling und danke Günter Netze, liebe Zuschauer. Die DFB-Pokal-Hauptrunde Nummer 2 wird heute hier live vor dem Spiel Deutschland gegen Island in Reykjavik ausgelost. Und ich darf Ihnen die Beteiligten vorstellen, wie immer dabei und mit 32 wohlbehüteten Kugeln auf die Reise gemacht, Hermann Selper, der Spielausschussvorsitzende des Deutschen Fußballbundes. Und dann kommt der, den Gerhard Delling schon angekündigt hat, den wir jetzt bei seinem Abschied gerade in Berlin noch gesehen haben. Jetzt ist er zu Hause, bleibt auch zu Hause, Jolly Sverrisson. Und jetzt kommt die Tatsache, die der Sportkamerad Delling genau gemeint hat. Erstmals in der Geschichte der DFB-Pokal-Auslosung werden wir königlich betreut. Nein, Island ist keine Monarchie geworden, das ist Miss Reykjavik Erna Guðlaugsdóttir. Das versuche ich nur einmal, bevor ich mich die Zunge dann breche. Ich werde weiterhin bei Erna bleiben. Erna, der Jolly übersetzt das auch ein bisschen. Sind Sie nur schön oder haben Sie auch mit Fußball was am Hut? Ich bin auch auf Fußball. Ich liege auch auf Fußball. Aber das ist mal stimmt. Ja. Sie interessiert sich sehr für Fußball. Ja. Also dann ist sie heute auch richtig hier und ich glaube, die Unabhängigkeit ist auch heute gewährleistet. Jolly, du hast dich in Berlin verabschiedet, man will sagen, du hast noch einen Koffer in Berlin stehen. Gibt es noch in dem Falle Heimgefühle oder Heimweh? Ja, ich werde ja einiges vermissen in Berlin. Es war richtig schöne Stadt eigentlich und auch schöne Erlebnisse dort gehabt. Mit Hertha richtig was erreicht und verbindet einiges und ich werde regelmäßig nach Berlin kommen, nach Rechten schauen, ob alles noch funktioniert. Und ich habe gehört, dass alle Isländer, wie weit sie auch weg waren von der Insel, irgendwann wieder nach Hause kommen, weil es hier so schön ist. Ganz ehrlich, das hat sich mir in den letzten 2 Tagen nicht ganz so erschlossen, weil wir nur in Deckung gehen mussten vor den schweren, starken Winden und auch vor dem vielen Regen, aber irgendetwas muss ja dran sein. Du betreibst jetzt Pferdezucht, wir haben da ein paar Bilder. Ist das jetzt ein Hobby oder ist das auch ein Erwerb? Ja, ist ein Hobby. Also ich züchte ja da halt mit meinem Schwiegervater und es war ja schon immer Hobby. Von ganz klein aus habe ich einiges mit Pferden zu tun gehabt und hat mir immer Spaß daran gehabt, einfach mal ein Pferd, wilden Pferd, mal drauf zu springen und mal schauen, wie lange ich drauf bleibe. Und heute waren einige von der ARD auch bei Walfang, nicht beim Fang, sondern nur beim Zuschauen, wie die Wale hier durchs Meer schwimmen. Also man kann durchaus was erleben. Und jetzt wollen wir zur Sache kommen, Herr Selper. Die Auslosung der letzten 32 Mannschaften, jetzt wollen wir von vorne etwas klären. In dieser Woche ist das ja in den Zeitungen schon gestanden. Es hat einen Protest gegeben, Sportfreunde Siegen gegen LR Ahlen. Wenn Sie es genau aus berufenem Munde sagen, wie das ausgegangen ist und wer heute in dieser Auslosung dabei ist. Ja, es dürfte bekannt sein, dass das Sportgericht entschieden hat, dass das Spiel Sportfreunde Siegen gegen LR Ahlen zugunsten von Siegen als gewonnen gewertet wurde, weil LR Ahlen statt der erlaubten 3, 4 Nicht-EU-Ausländer gleichzeitig auf dem Spielfeld hatte. Sie haben ihren Fehler eingesehen. Und somit ist Siegen mit dabei. Das heißt auch, es sind 6 Amateurvereine mit dabei. Die sind in einem Topf. Und wenn die gezogen sind und der Topf leer ist, dann geht es aus dem großen Topf weiter. Und der Erstgezogene dann hat Heimrecht. Jetzt wollen wir loslegen. Erna, starting. Eintracht Braunschweig. Das ist die Mannschaft, die den ersten FC Kaiserslautern in eine noch tiefere Krise gestürzt hat, mit einem 4:1. Hannover 96, Niedersachsen-Derby. Ein Nordderby. Und ich merke schon, Miss Reykjavik Erna hat ein glückliches Händchen. Beide werden froh sein, vor allem die Schatzmeister der beiden Vereine. TSG Hoffenheim. Aus Baden-Württemberg. Einer der 6 Pokalsieger Baden. Karlsruher SC. Das gibt's ja gar nicht. Jolly, wenn du Erna sagst, sie darf ruhig so weitermachen. Ja, einer Kalmund steht hier im Hintergrund, der freut sich schon auf Bayern München. Na wunderbar. FC St. Pauli. Gegen den Hamburger Sportverein, wenn es dann so weitergeht, oder? Mit dem Anfang. Oder Bremen. Ja, oder.
Bleibt im Norden. Ja. VfB Lübeck. FC St. Pauli heute, wie ich gehört habe, 5:0 Sieger gegen Holstein Kiel. Sportfreunde Siegen. Das ist also die Mannschaft, die auf dem grünen Rasen verloren hat, aber Regelfehler ausgenutzt hat und gegen LR Aalen weitergekommen ist. Spielvereinigung Reuter Fürth. Gegen die Mannschaft aus Mittelfranken. VfL Wolfsburg Amateure. Das ist der einzige Verein, der zwei Mannschaften im Wettbewerb hat. Sollten jetzt die Profis gezogen werden, wird es dieses Spiel nicht geben. Es wurde nicht. Erster FC Köln. Gegen den ersten FC Köln. Knapp auch nur in der ersten Pokalhauptrunde weitergekommen. In der letzten Minute der normalen Spielzeit. Spielvereinigung Welbert. Aus der Oberliga Nordrhein, einer der zwei Oberliga-Vereine, die noch übrig geblieben sind. Ja. SSV Jahn Regensburg. Das ist die Mannschaft, die eine der wenigen Überraschungen der ersten Runde geschafft hat, nämlich VfL Bochum aus dem Wettbewerb zu befördern. Jetzt ist die Liga unter sich. Jetzt sind also die Amateure weg, das waren die sechs. Eintracht Frankfurt. MSV Duisburg. Gegen den MSV Duisburg. FC Hansa Rostock. Hertha BSC Berlin. Gegen Hertha BSC Berlin ein Bundesliga 1-Duell, Jolly. Schwierig, nicht so ganz einfach. Ne? Ja, schwierige Aufgabe, auf jeden Fall. Es war immer so ein bisschen, kann man sagen, Ostderby sozusagen, immer so ein kleines Derby. Und eine schwierige Aufgabe. Aber ich schätze mal, Hertha wird jetzt in den Tritt kommen und wird ein Spiel nacheinander gewinnen. Dann ist die nächste Frage auch schon erledigt. Wie lange darf die Hertha noch in der Hauptstadt? Er meint, es geht jetzt richtig los. Erna, wir machen weiter. Borussia Mönchengladbach. Borussia Dortmund. Da lacht das Fußballerherz. Beide Borussias, die aus Mönchengladbach und aus Dortmund. Jolly, noch einen Satz dazu. Ja, ist natürlich ein Knaller sozusagen. Da wird einiges los sein. Also da würde ich gerne mal als Zuschauer sein. Ja. Ich denke auch, in Bökelberg wird es da keine Karten mehr geben, sobald der Vorverkauf eröffnet worden ist. SV Werder Bremen. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. VfL Wolfsburg. Und wir bleiben auch da im Norden. Erna bleibt mit dem glücklichen Händchen an den Kugeln. Gute Geografiekenntnisse. Sehr gut, genau. SV Wackerburghausen. Das ist ganz im Süden der Republik. Da gibt es Kilometergeld. VfB Stuttgart. Erster FC Union Berlin. Der zweite Verein aus der Hauptstadt, und Jolly Sveresen wird dazu was sagen.
Bayer Leverkusen. Gegen Bayer Leverkusen. Das ist so einfach nicht, glaube ich. Ist gut, sie nimmt die zweite Liga als Heimmannschaft. Ja, ja. SC Freiburg. SC Freiburg. FC Schalke 04. Eine schwere Reise für Don Jupp nach Baden. Alemannia Aachen. TSV 1860 München. Schon wieder eine Begegnung der zweiten gegen die erste Liga. Spielvereinigung Unterhaching. Ich habe jetzt eine Ahnung, Herr Selper. Das sind die Spiele der kurzen Wege. Erna, jetzt können Sie beweisen, dass Sie vom Fußball viel verstehen. Hamburger SV. Sage ich doch. Der HSV bei der Spielvereinigung Unterhaching. Und alle Bayern-Fans müssen bis zum Schluss warten. Und müssen nicht reisen. FC Bayern München. Gute Kartenspieler wüssten jetzt, wer noch im Pott ist. Hat's nicht. Das bayerische Derby. Gegen den ersten FC Nürnberg. Liebe Erna, ich mache schon ein paar Jahre Pokalauslosungen. Sie haben die Auslosung gemacht mit den wirklich brisantesten Begegnungen, wenn wir an die letzte denken. Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Und da sind noch einige andere dabei. Herzlichen Dank, Sie haben viel Spannung in den deutschen Fußball gebracht. Jolly, was sagst du, wenn du jetzt der Verantwortliche einer Fernsehanstalt wärst, welches Spiel würdest du übertragen? Oh ja, da gibt es ja viele Spiele. Also das ist sehr interessante Begegnung. Wie gesagt, Reisekosten sind da minimal, außer bei Hamburg vielleicht. Bayer Leverkusen, Union, vielleicht wird das Spiel auch verlegt, vielleicht im Olympiastadion. Dann können die beide Mannschaften dann einfach mal Probe machen, für das Finale dann einfach. Okay. Und dann hoffentlich gegen Hertha BSC dann. Jetzt wollen wir uns nochmal in der Übersicht alle Begegnungen anschauen. Derer 16 mit den letzten 32 Mannschaften. Hansa Rostock gegen Hertha BSC Berlin, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Werder Bremen, VfL Wolfsburg, Sportclub Freiburg, Schalke 04, Eintracht Frankfurt gegen den MSV Duisburg. Wacker Burghausen empfängt den VfB Stuttgart, Union Berlin gegen Bayer Leverkusen, Alemannia Aachen, TSV 1860 München. Die Spielvereinigung Unterhaching spielt gegen den HSV, der FC Bayern München im bayerischen Derby gegen den 1. FC Nürnberg. Eintracht Braunschweig gegen Hannover 96, die Amateure des VfL Wolfsburg spielen gegen den 1. FC Köln und die TSG Hoffenheim gegen den KSC. Der FC St. Pauli trifft auf den VfB Lübeck, die Sportfreunde siegen auf die Spielvereinigung Greuther Fürth und die Spielvereinigung Velbert auf den SSV Jahn Regensburg. Wann wird gespielt? Wann kommen diese spannenden Begegnungen? Es dauert noch eine Weile, in 28. und 29. Oktober. Das ist die nächste Spielrunde. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, natürlich auch bei Erna und bei Jolly noch eine letzte Frage. Die Auslosung war sicherlich nicht der einzige Anlass, dass du heute hier ins Stadion gekommen bist. Wie geht das Spiel denn heute aus? Ich freue mich richtig auf das Spiel, es wird bestimmt spannend und das Wetter ist auch einigermaßen jetzt. Ja. Hochsommer bei euch, ja? Ja, Hochsommer. Orkan ist vorüber und es wird ein spannendes Spiel sein. Also ich hoffe für die Zuschauer auch hier in Berlin, dass es einfach erfolgreich ausgeht. Ich habe noch 1-1 getippt, ich glaube, da werden beide Beteiligten zufrieden sein. Da hat Deutschland noch 2 Heimspiele, wo die noch gewinnen können. Und wie gesagt, ist ein Riesenfest in Island.
Rudi Völler wird mit dem Tipp nicht ganz zufrieden sein, aber es ist auf jeden Fall nichts kaputt, wenn es so käme. Liebe Zuschauer, das war's von der Auslosung zur zweiten DFB-Pokal-Hauptrunde. Wir sind gleich wieder zurück in Reykjavik, in der Hauptstadt Islands. Wir gehen zurück nach Deutschland und geben Ihnen ein paar Verbraucherhinweise.